Und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Zombie mit eurem lieben Holy. Letztens, okay, wie versprochen hier, nach Mario, der nächste Zombie-U-Part, denn ich möchte nun Gas geben wegen Monster Hunter Try. Also, legen wir gleich mal wieder los. Wir haben die Antibiotika gefunden für den Tankstellenwärter und ich hoffe, wir bekommen jetzt Sprit dafür, weil wenn nicht, ich hoffe es war. Und ich hoffe, der ist noch kein Zombie geworden. Moment, aber Leute, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Das ist jetzt die nächste Frage. Okay, wir gehen definitiv zum Bricklane-Markt. Das finden wir auch so. Ja, andere Möglichkeit haben wir nicht. Denn dort, wo der Typ ist, dort gibt es keine Kanalisation. Deshalb gehen wir diesen Weg. Und müssen einen kleinen Umweg laufen. Aber ich denke mal, das werden wir schon überleben. Ich wette, die Zombies sind schon wieder respawned und der ganze Mist. Ja. Aber sonst, was kann denn schon Schlimmes passieren? Hust, hust. Okay, jetzt können wir wieder mit langen Ladezeiten rechnen, denn die Entwickler haben noch immer keinen Patch rausgebracht. Nee, die haben noch gar nichts gemacht. Ey. Wie lange ist das schon, die ganze Verkündung mit dem Patch? Schon einen Monat oder so und noch gar nichts haben die gemacht. Und irgendwie stockt das ganze Spiel jetzt und ich weiß nicht wieso. Das ist relativ komisch. Hallo Spiel? Okay. Alles klar. Moment mal. Irgendwas stimmt nicht. Okay, Leute, es tut mir leid für diese Ruhe, aber irgendwas habe ich jetzt gesehen bei der Elgato, aber es ist alles okay. Alles, oh Mann, ey. Die Elgato hat sich verschoben bei der Leiste und da ist nichts weitergegangen, deshalb habe ich jetzt geguckt und, what the fuck, aber alles im Griff. Tut mir leid für die Ruhe jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit nur doof geschaut. Ich habe schon überlegt, jetzt abzubrechen, aber alles okay, alles im Griff. Ich dachte, der spackt jetzt rum, aber okay. So, gehen wir weiter. Übrigens, Moment, nee, wir gehen nicht so schnell. Okay, da ist noch ein Zombie. Die sind doch respawned, das war doch so klar. Das hätte ich mir gleich denken können. So, dann gehen wir wieder auf Zombiejagd. Bam! Tschüss, Headshot. Zack, und wo sind die nächsten? Ich habe jetzt keine Angst mehr, ey. Okay, das sind Raben. Auch gut. Sonst noch irgendwo etwas? Hier vielleicht. Hier war letztens ein Zombie. Diesmal nicht. Okay, auch gut. So, wir holen uns unsere Armbrustmunition zurück. Bam! So. Hatte ich keine Ruhe? Habe ich keinen Rucksack an? Ah doch, okay. Ich dachte, das Spiel ist schon verpackt und ich habe gar nichts an. Ich meine, das Spiel ist ja sowieso verpackt. Das sage ich nichts. Aber ich dachte jetzt, dass der Rucksack nicht mehr da ist. So. Doofer Rabe, weg mit euch. Das sind die ganze Zeit die Leute. Moment. Ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie irgendwo. Okay, wo bist du? Zeig dich. Der ist hier. Ah, okay. Okay. Na gut. Kletter da rum oder krackst da rum. Komm, komm hier. Bobsch. Und tschüss. Voll ins Gesicht. Ich bin ein bisschen brutal. Aber es hilft nichts, wenn man überleben muss, dann muss man etwas brutal vorgehen. So. Seid ihr alle tot? Moment, schnell scannen. Leer. Leer. Wir haben nichts. Moment, da ist aber etwas. Mülleimer. Nee, auch nichts. Also währenddessen ist hier kein anderer Überlebender durchgerannt. Und hat irgendwas weggeschmissen für uns. So, tut mir leid, aber sicher ist sicher. Sag mir nicht böse, Bobsch. So, wir gehen weiter. Hoffen wir mal. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Hoffe ich mal zumindest. Zombie? Was war jetzt schon wieder, Bruder? Okay, da vorne ist definitiv irgendwas. Ja. Das wird definitiv ein Zombie sein, ja. Natürlich, okay. Solange es kein Spreng-Zombie ist, kann man hier ohne weiteres draufkloppen, weil sonst. Bumm. Das war doch nicht so schön. Schon. Knatsches und tschüss. Hatte natürlich nichts dabei. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt irgendwas Neues zum Scannen? Nee, oder? Das ist eine Nachricht, okay. Moment, aber das haben wir schon gescannt. Die Tür ist da offen. Momentchen. Hier ist eine Tür offen. Welche Tür habe ich denn? Ach so, die! Das doofe Scheunentor habe ich gescannt, alles klar. Ist klar, dass die offen ist. So, die sollte nochmal offen sein, ja, alles klar. So, ja, wir gehen richtig, Leute. Geht's hier weiter. Zack. Hier können wir durchrushen. Hier war übrigens die perverse Zeichnung. Die ist noch immer da. So. Schnell zurück. Ich bin jetzt riesig gespannt, was wir jetzt bekommen. Ah ja, wir müssen ja noch den ganzen... Oh Mann, wir müssen ja noch da durch. Durch dieses Minenfeld müssen wir noch durch. Ah, stimmt ja. Oh Mann. Na egal, das schaffen wir schon.
Ich hoffe, wir bekommen jetzt übrigens das Pet-Upgrade, was wir letztens bei dem Typen da gesehen haben, beim Sprit. So, hier ist nochmal Lenix. So, wir rushen durch, Leute. Ach ja, übrigens, ich nehme den Ratschlag von Synx an. Er hat gesagt, da ist irgendwo bei Minenfeld ist so ein C4 zum Legen. Da bekommt man einen zusätzlichen Rucksack. Das werde ich mir definitiv anschauen. Also Synx, nochmal Dankeschön. Ich hoffe, ich finde es. So. Ach nee, schon nicht schon wieder, ey. Gott, ey. Dann hat mir noch einer geschrieben, dass ihr Spiel sehr linear... Achso, ich glaube, das war sogar Views. Dass ihr Spiel relativ linear ist. Ja, es ist leider so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich hier durch die Gegend renne, irgendwo hin will, dann stimmt das schon. Leider. Aber sonst macht das Spiel tierisch Laune, muss ich sagen. Es ist wirklich spannend. Zombies kloppen macht Spaß. Und ja, so, ich hoffe, bitte nicht respawnen wieder, oder? Ich hoffe, hier sind nicht wieder die ganzen Zombies, wo die ganzen Minen sind. So, hier sind wir. Okay, jetzt schaue ich mich mal um. Laut Synx am Minenfeld. Okay, Synx. Ich schaue mich jetzt hier ein bisschen... Warte, war das nicht hier? Liegt hier nicht irgendwas? So, ich scanne hier mal durch. Ob hier nicht irgendwo ein C4 zum Legen ist. Oh Mann, lag das. Oh Gott. Was? So, mal schnell durchscannen hier. Da ist Koffer, der ist leer. Ja, okay, Minen, die kennen wir ja schon. Die haben wir schon gescannt. Okay, Synx, musst mir dann, wenn ich das jetzt in diesem Video nicht finde, musst du mir sagen, wo das eine C4 zum Legen ist. Hier ist nix, okay. Hier auch nix. Wie gesagt, also er meint angeblich beim Minenfeld, also das ist eigentlich hier. Hier kann ich noch nicht, durch. Wahrscheinlich brauche ich jetzt dieses Pad-Upgrade. Okay. Ich glaube, du meinst da drüben, Synx. Warte, ich schau mir das mal an, weil da sind auch so Gebäude und auf der Karte ist das auch eingezeichnet. Ah ja, das sieht gut aus. Oder? Sieht das gut aus? Oder nicht? Schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, ich habe noch C4. Nein! Öffnen? Ja, okay. Deckung. Bam. Alles klar. Okay. So, stellen wir hier durchscannen, ob hier irgendwas drin liegt. Sieht aber natürlich nicht so aus, hier ist wieder keine Vorräte, gar nichts. Aber ist eh egal, unsere Kiste, unser Container ist eh voll im Lager. So, schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Kein Zombie, oder? Scannen. Ein Objekt, Streuungsaufwertung und ein Rucksack XXL. Ja, wie geil. Boah, Synx, ey, danke dir vielmals. Richtig nice, hammer nice. So, erst nehmen wir die Aufwertung an. Wow, geil. Boah, Synx, danke vielmals. Okay, Rucksack XXXL, XXL, so. Schauen wir mal an, wie viele Plätze haben wir jetzt? Wow. Moment mal, wie viel... Mann, nee. Ist der jetzt wirklich um so viel größer jetzt? Wow, wir haben jetzt ganz schön viel Platz, Leute. Hey, ist ja nice, ist das geil, ey. Boah, das gefällt mir, yeah. Voll nice, viel mehr zum Tragen, so soll es sein, jawohl. Okay, Synx, nochmal großes Danke, richtig nice. So, jetzt können wir uns wirklich vollpacken mit ganzen Zeugs und... was? Okay, das sind aber normalerweise nur die Raben da oben. Aber... Was? Was war das jetzt? Wieso war diese Musik jetzt gerade? Muss ich jetzt Angst haben? Ich meine, ich habe sowieso Angst in diesem Spiel, aber... Schreit hier wieder etwas? Nee, okay. Schreit nix. Okay. Hallo? Was? Kann mich jemand hören? Was? Bitte, helfen Sie uns. Wir sind zu dritt hier in der St. George's Church in der Brick Lane. Okay. Wir haben Essen, Wasser und Waffen. Aber wir sitzen fest. Bitte, wenn da Polizei ist oder sonst jemand, bitte helfen Sie uns. Bitte. Das klingt verdammt nach einer Falle. Ach, Ricker, Mist. Ist die Hölle los. Mich würde wundern, wenn in der Kirche noch eine Scheibe ganz wäre. Geschweige denn ein sicherer Vorrat an Essen und Waffen vorhanden sei. Mann, dieser Prepper ist so richtig doof. Natürlich ist da jemand hier, das ist doch keine Falle. Ich meine, die ganze Welt wimmelt von Zombies und der sagt, das ist eine Falle. Oh mein Gott. Der regt mich langsam auf, der Prepper. Ey, der kann doch eh nix. Was? Okay, Zombie. Alles klar. Aber hier haben wir keine CCTV zum Scannen, Leute. Ich habe hier auf der Karte auch nichts. Okay, wir gehen weiter. Wir bringen den Typen die Antibiotika und dann passt alles. Dann will ich mir
den Sprit holen und dann passt wieder alles. Okay, wir hoffen aufs Beste. Bitte, bitte leb noch. Was? Nein. Ich mach das Licht aus. Er ist sicher. Nein, das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an, Leute. Okay, alles klar. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Töten Sie mich. Zack. Oh Mann. Voll daneben ge- der hat eine Brille auf. Okay, alles klar. Weg mit dir. Komm schon. Nein. Ach, kack drauf. Doofe Armbrust, ey. Klappt auch nicht immer, wenn es sollte. Und tschüss. Oh mein Gott. Ekliges Gewerbe, so viel steht fest. Vergiss den Sprit nicht. Du hast ihn verdient. Wie Alter, das war ein Freund von dir. Ist der Sprit irgendwo sicher verstaut. Du musst dahin, egal wie er ihn gesichert hat. Boah, Brepper, du bist so ein Arschloch, ey. Das war dein Freund und du sagst gut gemacht. Oh mein Gott, der hat sein eigenes Kind gegeben. Oh nee, Kinder. Oh Mann. Okay, die Armbrustmunition nehmen wir. Okay, wir haben hier fast gar nichts mehr an Armbrustmunition. Ich glaube, das ist sogar die letzte, Leute. Wir haben hier übrigens ein Pad-Upgrade irgendwo gesehen. Hier. Okay. Pad-Upgrade. Nutze den Scanner, um den Sprit zu holen. Okay. Wie soll ich das machen? Wartet mal, können wir hier rauf? Nee, können wir nicht. Und hat er gedrückt, um den Scanner zu... Ja, das ist mir schon klar, dass ich hier den Scanner benutzen kann. Wartet mal. Moment. Okay, wir müssen hier wieder raus, Leute. Oh Mann, ey. Ich dachte, der lebt noch. Ich habe überhaupt keine Freunde hier in diesem Spiel. Überhaupt, ich bin allein auf mich gestellt. Der Prepper, der zählt nicht. Der ist ein Arschloch. Der hilft mir gar nichts. Okay, jetzt können wir normalerweise hier durch. Durch den Pad. Hacking. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Geil. Entsperrt. Geil. Wir brauchen den Prepper nie mehr, Leute. Was haben wir hier überhaupt? Besser als ein Rotgewehr. Ist nur eine Pumpgun. Wow, nice. Ah, hier können wir das jetzt machen. Okay. Wir haben den Sprit. Gut. Jetzt schnell zurück. Der Generator läuft schon auf Reserve. Ja, mach keinen Stress. Wir werden das sicher auf die Einwanderer schieben. Aber fall nicht drauf rein. Sieh dich um, die Fäulnis trifft alle gleich. Fremdenfeindlichkeit war schon immer eine Ablenkung, damit die da oben das Land plündern können, ohne dass das Volk es merkt. Ja. Labert wieder nur Blödsinn. Okay, Leute, bevor wir hier weitermachen, gehe ich wieder zurück, denn ich habe ja das Pad upgrade jetzt und wir können jetzt das Tor hacken, da wo die nächsten D-Briefe drin sind. Deshalb gehen wir jetzt erstmal diesen Weg. Moment, nicht hier lang. Hier lang. Hier müsste das nochmal sein, wenn es mich nicht täuscht. Was? Immer. Ich erschrecke mich immer sowas von. So, weil wir schon aufgeladen sind, gehen wir hier weiter. Nehmen die Abkürzung. Und gehen hier runter. Normalerweise ist hier eh nichts. Hoffe ich zumindest. Und wenn was sein sollte, ich habe eh noch ein Virtuid. Sprich so eine Spritze. Wo ich die ganzen Zombies abwehren kann. So, ich hoffe, das klappt. So wie ich es haben will. Dubidubidum. Ja, ich kann zeigen, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Yeah, alles klar, wir können durch. Okay, was? Zombie? Nee, oder? Nee, okay. Ah! Achso, das haben wir schon. So, scannen wir mal hier durch. Liegt hier sonst noch irgendwas? Tonnen? Da ist nichts. Noch eine Tonne? Da ist auch nichts. Gut. Auch gut. Und hier durch. Hier war dieser doofe Störsender. Und hier ist der Zombie. Nein! Stirb! Plündern. Dies Briefe! Ja! Okay, das hätten wir auch. Okay, nice, Leute. Es geht gut voran. Hier liegt sonst gar nichts, das ist gut. Was ich jetzt aber noch überlegt habe, dass wir wieder da zurückgehen, wo die ganzen Zombies waren. Moment, Minen. Nicht gut. Aber das können wir danach auch machen, denn es gibt ja eine Kanalisation dorthin. Oh Gott. Laufe ich jetzt eine Verlängerung schon, oder? Ist egal. Laufen wir halt hier durch. Hier ist es ja so freundlich. Dumm. Wir werden jetzt zurück zum Prepper gehen, den Sprit auftanken. Dann würde ich sagen, wir beenden dann diesen Part hier. Das dürfte dann reichen.
Dieser Part war leider nicht so actionreich wie die anderen, aber ja. Ein bisschen ruhiger. Ich brauche, Leute, ich brauche ein bisschen Ruhe in diesem Part. Stellt euch mal vor, es sei die ganze Zeit nur Action. Das würde mir auch nicht gut tun. Schaut doch mal Amnesia an bei meinen Livestreams. Das ist wild. Aber das Komische ist, dass hier kein CCTV ist. Das gibt's doch normal nicht. Das müsste doch hier ein CCTV sein, oder, Leute? Ist da oben, ist das eins? Nee, oder? Das ist kein CCTV. Nee. Weil hier habe ich kein... Nee, das ist auch keins. Okay, ich dachte, das ist ein CCTV, aber nee. Weil ich habe hier keine Karte. Alles klar. Dann wird hier wohl keins sein, denke ich mal. Naja, egal. Wir gehen weiter. Weiter durchs Safehouse. Da, 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 da. So, scannen. Ob hier irgendwas liegt? Nein. Gut. Bobsch. Doch. Wie lang? So verwirrend das Ganze. Obwohl alles gleich aussieht, verwirrt mich das irgendwie. Ja, hier haben wir es, hier haben wir es. Okay, los geht's. Bam, 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 bam. So, gleich mal die Abkürzung benutzen auf zum Safehouse. Sprit tanken. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo ist das hier? Gerne. Hier, zack. Ja. Diese Briefe haben wir auch geholt. Die nächsten Diebriefe sind dann dort, wo der Kindergarten war. Aber ich gehe nicht wieder in den Kindergarten. Also sicher nicht. Ich werde dann gleich das dann hacken gehen im nächsten Part. Und dann hole ich mir die nächsten Diebriefe. Und das geht dann gut, gut voran, Leute. Sieht gut aus bis jetzt, muss ich sagen. Ich glaube, so langsam kommen wir ans Ende vom Spiel. Bin mir nicht sicher, ich hab so das Gefühl, dass wir langsam beim Ende ankommen. So gesehen müsste ich eigentlich gar nicht jeden Tag ein Part hochladen. Finde ich. Aber sicher ist sicher. Dafür kann ich ja dann andere Sachen Let's Play, wenn ich mit Mario und Zombie fertig bin. Vielleicht mache ich dann was anderes. Mal gucken. Aber jetzt konzentrieren wir uns noch. Es ist so spannend noch. Aktivieren. Alles klar. Alles klar. Komm schon, gern, du doofes Licht, komm schon. Komm schon. Ja, okay, es funktioniert. Sehr schön. So, Prepper, jetzt sagst du nichts mehr, was? Jetzt sagt er gar nichts mehr, ey. Der sagt wirklich nichts. Oh Mann, das ist der Dank dafür, oder was? Ah, du Sack, du. Okay, Leute. Alles klar, Leute. Das war's an diesem Part. Let's Play Zombie U. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.